Buongiorno, meine kleinen Macaronis. Plop! Zu einem neuen Pokémon Kristall Livestream. Ich freue mich. Ah, es ist lange her. Es ist echt lange her. Ich drück mal ein Knöpfchen. Ah, ich glaube, ich mache mal ein neues Spiel. Ich habe keinen Bock mehr auf den alten Spielstand. Ja, wir spielen heute auf dem Pokémon-Tag endlich mal wieder Kristall weiter. Es wird Zeit. Ich hatte erst überlegt, Pokémon Revolution Online zu spielen, aber hatten wir erst letztes Mal und ja, Kristall, Kristall. So, ich wechsle mal kurz in die entsprechende Szene. Ja, Diapos, das kleine Ampharos ist auch schon da. Oh, ich sehe gerade, ich habe völlig vergessen, etwas zu machen. Warte mal. Ich bin ja noch eine Meisterhand, das geht ja gar nicht. Der Veteran muss ein Alpollo sein. So. Wir machen natürlich weiter. Wir sind ja auf der Insel. Die Insel. Lost auf der Insel. Ha, schön. Ich glaube, ich habe noch gar nichts auf der Insel gemacht, außer letztes Mal draufkommen, nachdem unser Magnetilo sich in Rekordzeit zu einem Magneton weiterentwickelt hat, was ich schon irgendwie geil finde. Hi, du. Deine Pokémon scheinen gut zu gehen. Bedrückt dich etwas? Dem Pokémon von Leuchtung geht es nicht gut? Ich hab's. Das sollte das Problem lösen. Geheimtrank. Schön. Sehr stark. Aha, ja, ganz geil. Okay, wir können wieder zurückschippern, aber ganz ehrlich, noch nicht. Nein, noch nicht. Alles klar, Fushino, ich weiß genau, was du meinst. Mal kurz gucken. Unser VM-Sklave ist nicht gut gelevelt. Tentacleborn ist, ja, okay. Marcel ist gut dabei. Edna ist gut dabei. Black Fork muss noch ein bisschen. Gloopsy ist dabei aufzuholen. Geil. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal die Insel hier, ne? Pokémon Arena, Anemone, Rettung, Hardwix. Okay, er spricht durch seine Fäuste. Ach, das war der Kampfaffe. Stimmt. Kampf. Müsste ich eigentlich schon hinkriegen, ne? Ich meine, beim Edna. Und, Marcel haben wir auch. Und Gloopsy! Und Black Fork, um einen Kampfattack abzufangen. Sorry, meine Tastatur hat ihren eigenen Willen. Ich meinte, hi, Marcy. Ah, so. Mir geht's soweit ganz gut. Ich habe Feierabend. Ich bin noch nicht mal eine Stunde zu Hause. Und habe mich eben mit Mama ein bisschen rumgeärgert, weil der verkackte Bot einfach nicht funktionieren wollte. Jetzt kommt, wenn man die Login-Daten mal vergisst. Aber es geht. Ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Und wir werden wahrscheinlich bis 20 Uhr durchstreamen, weil ich habe Bock. Habe ich schon gesagt, dass ich Bock habe? Ich habe richtig Bock. So. Ja. Wir gucken uns erstmal kurz auf der Insel um. Und dann werden wir kurz Hardwick umklatschen. Ne, Typ? Ich bin schockiert. Ein Junge in deinem Alter mit stechenden Augen und langen Haaren kam hier rein. Er hat mich gezwungen, ihm einen preisgekrönten Pokémon zu geben. Ich habe zwar noch eines übrig, aber was soll ich tun, wenn er zurückkommt? Du siehst stark aus. Würdest du auf mein Pokémon aufpassen? Ja, klar. Was hast du denn für ein Pokémon? Sag mir doch, was du hast. Was hat er nochmal für eins? Was, Potrot? Ich habe absolut keine Ahnung. Ja, jetzt muss ich extra was auf die Box schmeißen. Ablegen. Jetzt muss ich extra Kia wegpfeffern, damit ich weiß, was der mir da geben möchte. Geht ja mal, das geht ja mal, ne? Das geht ja mal überhaupt nicht. La, 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 la. Halt! Da war das Haus. Ja, ja. Mimose. Mimi. Er hat gesagt, ich soll mal eine Pokémon geben. Da habe ich es einfach gemacht, weil ich eine Muschi bin. Ja, du siehst stark aus. Ja. Oh, ich danke dir. Bitte pass gut darauf auf. Chris erhält ein Pokémon. Toll. Was denn für eins? Es ist Potrot. Modri. Das ist auf jeden Fall Potrot. Na, möchte jemand ein Potrot sein im Stream-Avatars? Panzerschulden. Wickelzugabe. Oh, ja, geil. Ich meine, die Verteidigung und so weiter, ne, ist schon geil. Ich meine, ist auch das Beste an Portrott. Aber naja.
Wollen wir mal Portrott wieder auf die Box packen? Da ist es sicher. Da kann der komische Junge in meinem Alter nicht drankommen. Warum auch immer, weil jeder Hans Franz kann an den blöden PC dran. So. Es gibt ja leider keinen Wechsel. Das ist schon ziemlich kacke. So. Mori hat ein Item. Eine Beere. Und zocken den Ball Souls immer weiter, aber ich höre die noch gut. Das ist gut. Ja, Portrott ist auf jeden Fall der wahre Gott des Sweepens. Ich war ein Kristall, doch ein Ditto. Ja, Hobby, du bist ein Ditto. Das habe ich auch auf der Box, weil ich keine Lust habe, es zu leveln. Ach, der Zertronika. Hallöchen, willkommen im Stream. Jetzt ist Hobby unten auch ein Ditto. Sehr schön. Wie geht's dir? Hoffe gut. Habe ich ja schon lange nicht mehr hier gesehen. Warte mal, ich nehme Portrott eben noch die Beere weg. Ja, damit kannst du nicht gebrauchen. Du machst da nur Beerensaft raus. Das ist, ich möchte schon essen und nicht trinken. So, warte mal, warte mal. Ablegen. Tschüss, Modri. Es war toll. Alles für den Pokédex. So, wir haben die Mammohüfte. Die hat nicht so die besten Chancen. Ah, stimmt. Das ist ja... Hier geht's fabelhaft, das ist sehr schön. Ich kann mich nicht beklagen. Ich habe leicht Rücken, aber ich war ja auch arbeiten. Arbeit, yay. Mir ist tierisch warm. Ich gehe kaputt vor Hitze. Deswegen gibt es auch heute keinen Greenscreen, weil wenn ich mich von der Softbox hier noch anleuchten lasse, dann zerfließe ich. Bin schon froh, dass ich es ohne Ventilator aushalte. Ich weiß gar nicht mal, was ich überhaupt alles auf den Boxen habe. Ich guck mal eben schnell. Ja, komm, Speicher. Also. Mhm. Mofra, Unkraut, Destiny, Swampy, Mäusezern, Aaron, Honey Queen, Venus 2, Omelette, Wecker, Simsalabim, Smetbrot, oh, Smetbrot. Steinklein, Smetbrot wäre eigentlich gut, aber egal. Steinklein, da, guck mal, Hobby, da bist du. Hobby, das Ditto. Ah, Costilla. Wildor! Kann ich jetzt nicht mitnehmen. Eva Braun. Pokémon-Ball. Mhm. Boom, boom. Die überhaupt nichts können. Das ist so grausam. Okay, kein Wunder, dass ich die Box gewechselt habe. Wechseln. Nochmal speichern. Donny, Zement anmischen und entfernte Verwandte verschwinden lassen. Ist keine Arbeit. Ah, doch. Es. Bei ein, zwei. Halt, ich habe vergessen mitzunehmen. Bei ein, zwei kann man das ja vielleicht noch als kurz mal machen, abhaken. Aber ganz ehrlich, wenn man den ganzen Tag damit verbringt, das ist schon, boah, es geht einem irgendwann schon ein bisschen auf den Pinsel. Sag mal, was ist denn dein Status? Ja, okay. Mimikry, Raub, Fußkick, ja. Was sagt unser kleiner VM-Skabe? Was hast du eigentlich so alles drauf, Kilian? Stärker Surfer, Kopfnusser, schneller, komm, die nehmen wir mit. So, hat jeder Zuschauer einen Namen bestimmt dürfen? Nö, ich habe die einfach so just for fun gemacht. Irgendwie, wenn es darum geht, was zu benennen, kommen die Vorschläge rein und irgendwann bin ich ungeduldig und warte einfach nicht mehr. So lange dabei. Junge, du hast Ewigkeiten nicht zugeguckt. Du musst dir erstmal wieder Rechte verdienen. So, ich habe, glaube ich, Glubschi vorne. Was kann ein Black Fork eigentlich so? Spukerhypnose, Fluchhorrorblick. Ja, ich würde mal sagen. Ich kann bestimmt Raub oder so eine Kacke. Ich würde einfach mal behaupten, das ist die Arena ist perfekt, damit Marcel ein bisschen leveln kann. Weil, was wollen die mit Kampfattacken groß machen? Nicht sehr effektiv. Meine Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Höchstens, naja, das mag vielleicht nicht zerreißen, aber wir werden ihn zerreißen. Ne? Xaver. Mit seinem Kickle! Kickle! Kickle ist cool. Ich liebe Kickle. Mein Gonzales meint, ich habe alle Rechte, die es gibt. Hm? Nein.
Da muss ich leider enttäuschen. Stimmt, wir haben Fuchtler. Hier, putz, putz. Kikili hält leider nicht viel aus. Und das ist der eindeutige Beweis. 804. Ach, das ist ja schon... Ne, das ist ja schon... Das ist unmöglich. Nichts ist unmöglich, Don Masi. Wir Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst. Aber gleich wirst du vor mir Angst haben, einem kleinen Mädchen. Vor Christa, dem 10-jährigen Mädchen, vor der wirst du Angst haben, dich nass machen. Lok-chan, oh, damit hat ja niemand gerechnet. Wenn der eine Kikli hat, dass jetzt Lok-chan kommt, das ist ja... Boah! Donnerwetter! Ja, er könnte Donnerschlag haben, hat er wahrscheinlich auch, aber er ist zu langsam und hält auch nichts. Okay, man kann auch Eishieb machen. Donnerschlag wäre deutlich besser gewesen, hätte auch mehr Schaden. Okay, ja. Dann nehmen wir mal wieder so hin, das ist die KI. Jeff, oh, Schwarzgurt Jeff. Jeff ist schockiert, oh, denn mein Name ist Jeff. Ja. Die haben es voll drauf, Mann. Worte sind nutzlos, lass deine Fäuste sprechen. Nein, lass es lieber mit seinem nassen Schweif draufkloppen. Was hast du? Machok. Peter. Schwarzgut Peter. Warum hat er kein Machok? Wieso Macholo? Ja. Hey, wir müssen auf jeden Fall, wenn wir ein Pokémon-Spiel machen, immer unterentwickelte Pokémon mit ins Team packen, damit es nicht so OP rüberkommt. Welch Sauer! Na, wie viel? Ja, hey. Na, wer wird wohl als erstes draufgehen? Du mit deinem 25 Schaden? Bei mir nicht umklar. Wir haben noch 69 KP. Sexy. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ich wollte es anders sagen. Wer wird wohl als erstes umklatschen? Du mit deinem 25 KP Schaden? Ich mit dem 40 KP Schaden dich und du bist unterentwickelt. Hm. Er hat eine Machok. Mal gucken, ne? Ja, aber er hätte auch zwei haben können. Peter, der hat einfach nichts gelernt damals in der Pokémon-Schule. Es ist echt traurig. Möge er sich im Grund und Boden schämen. Ich riskiere es einfach mal. Ich riskiere, dass ich mit einer Unlichtattacke geklatscht werde. Aber ich möchte Black Fork und so weiter. Geist, ne, weiße, geistreich und so. Hier, friss mal einen Spuckball. Ach, der Gummiball, stimmt. Hier war so ein kleiner Gummiball. Spezialverteidigung sinkt. Sehr gut. Okay, da eben Steinhagel. Ja, tut auch weh. Was geht? Das müssen wir dann eigentlich umrotzen. Oder auch nicht. Spezialverteidigung sinkt. Weil ich glaube, Geistattacken sind hier physisch oder war das Unlicht? Ich kann mir das nicht merken. Natürlich rettet der mich, na klar. Weil er dumm ist. Was für ein Arschgesicht, ey. Wir sind schneller. Kilian, du hast es ganz alleine geschafft, Machok zu besiegen. Ich bin stolz auf dich. Wow, dann nur so läppische Erfahrungspunkte. Nicht mal Level Up, das ist ja Peter. Geist physisch und nicht Rache speziell. Ah, okay, so war das. Ach, ist das blöd. Mann! Und das nur, weil wir noch keine Psychokinese haben. Das wäre dann nicht passiert. Schwester! Wieso ist Lok-chan in Gen 2 Pink? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war es ein sehr feminines Lok-chan. Das könnte natürlich sein. Und das darf man nicht verurteilen, weil jeder kann sich so bepinseln, wie er es möchte. Auch wenn man das manchmal nicht sehen möchte. Aber hey! Ja. Ah, das wollen wir. Ja, Mann. Kilian zeigt den Felsen, wo wieder Hase läuft. Gegen die Wut meiner Fäuste können deine Pokémon nichts ausrichten. Sprach all jetzt, ohne zu wissen, was ihn erwartet. Das sind immer noch die Besten. Kackvogel. Tim. Ja, schon Tim heißt, ne? Tim und Menki. Nur weil Lok-chans Bubi... Lok-chan Bubi hat, ist es nicht feminin. Sag das mal nicht. Oh, ein Menki, was soll ich da nur tun? Es ist so bulky. Okay, das ist schon... Ja, wer macht mit seinen nicht effektiven Attacken mehr Schaden? Du oder ich?
Hier, komm. Das Spiel machen wir weiter. Vielleicht schreckt er ja einmal zurück. Nein, Menki ist entschlossen. Menki ist entschlossen, draufzuhauen. Ich merke schon, heute habe ich echt Redebedarf. Könnte daran liegen, dass heute auf der Arbeit alles scheiße war. Es ging mir alles auf den Sack. Ich muss Dampf ablassen. Da ist Pokémon genau richtig. Ah, es schreckt zurück. Ah, ja, geil. Ah. Mal so ein bisschen off-topic. Ich habe ja auf... Nein, ich will nicht tauschen. Ich habe ja auf Discord den Streaming-Plan für diese Woche hochgeladen. Und ich habe ja auch geschrieben, dass sich am Community-Sonntag was ändern kann. Eigentlich habe ich vor, mit Max Minecraft zu spielen. Aber aus... Was, das war ein One-Hit? Hätte ich ja nicht gedacht. Razaf ist ja so ein bulkiges Monster. Aber ich habe da ein Spiel im Auge, was ein bisschen zwickt. Da bin ich am überlegen, den Community-Sonntag einfach mal umzudekorieren. Ich meine, das ist ja mein Kanal, ich kann hier machen, was ich will. Solange es den Richtlinien entspricht. Ich bin überlegen. Also ich werde es auf jeden Fall kaufen, das Spiel, was ich im Auge habe. Auch wenn es ein bisschen zwickt. Ich bin überlegen, das am Sonntag einfach mal zu spielen, den lieben langen Tag, weil ich habe nächste Woche Spätschicht. Das heißt, ich habe einen langen Sonntag vor mir. Und ich glaube, ich bin dann. Ich glaube, ich würde dann schon um 14 Uhr anfangen wollen zu streamen. Ich möchte das neue God of War spielen. Und da habe ich richtig Bock drauf. Und ich wippel jetzt die ganze Zeit mit dem Fuß. Was ist nur los heute? Ich habe keine Ahnung. Super Trank, warte mal kurz. Ich muss mal eben kurz. Auf jeden Fall überlege ich, Splatoon. Gestern, Splatoon. Es war ein bisschen krepelig. Mario Kart, da reden wir lieber nicht drüber. Mario Kart war agro pur. Es war total scheiße. Ich weiß, warum ich Mario Kart 8 nicht ansatzweise so geil finde wie alle anderen Teile. Ich bin am überlegen, Community Sonntag einfach mal streichen und einfach mal God of War spielen. Ich habe noch nie God of War gespielt, die alten Spiele, aber den neuen Teil, das neue Spiel, ich gucke ein Let's Play. Oh, das Spiel, es ist so geil. So brutal geil. Im wahrsten Sinne des Wortes brutal geil. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Und ich glaube, ich werde den Community-Sonntag diese Woche pausieren und dann einfach mal den Gott des Krieges Randale schieben lassen. Bin ich voll geil drauf. Warte mal. War Gen 2 nicht noch das mit... es weicht aus? Ja, irgendwie sowas war das. War es nur in 1? Ich weiß nicht, aber ja, irgendwie sowas war das. Twitch, Stream von Donny. Zum Glück bin ich von Freitag bis Sonntag nicht da. Ah. Komischer Satzbau, aber ja, okay. So, wir klatschen erstmal Hartweg. Du hast es also bis hierher geschafft. Lass dir gesagt sein, dass ich ein harter Brocken bin. Naja, du bist weich wie ein Gummibärchen, wenn ich mit dir fertig bin. Meine Pokémon werden dich in Grund und Boden rammen. Pass auf. Urk. Urk. Oh ja, oh wow, jetzt habe ich aber Angst. Da, jetzt hast du dich erschreckt. Wie? Es hat nichts mit Pokémon zu tun. Das ist wahr. Komm her, lass uns kämpfen. Ich glaube, der ist damals oft als Kind auf den Kopf gefallen, wurde in der Schule verprügelt und dachte sich, boah, ich muss stark werden. Er scheint nicht die hellste Kerze auf der Torte zu sein. Ich meine, es ist schon mal ganz gut, dass er einen Rasen hat und kein Menki, aber es wird ihm trotzdem nicht viel bringen. Hier, Batz, Batz. Voll ins Gesicht auf die Steckdosennase. Wow, er hat es echt überlebt. Wow, ich bin begeistert. Marcel, sei begeistert. Razaf hat das echt überlebt. Wow. 861 ist ja läppisch. Was kommt jetzt? Quappo. Quappo. Das ist ja quapptastisch. Klubschi. Quappo. Okay. Das habe ich ja gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber okay, gut. Von mir aus. Oder meint? Okay, wir haben zwar nur Donnerschlag, aber hey. Wir sind echt schneller? Wow. Das ist... Wow. Und ein Crit, ja. Ich muss sagen, das war der schwerste Arena-Kampf, den wir bisher hatten. Du bist es faustordenswürdig. Ja, gib mir dein Geld. Und den Orden. Wow. Das war ja läppisch. Das war ja
Einfacher als gegen die Eisarena, die wir vorgezogen haben. Alle Pokémon sind Level 70. Dies gilt auch für Getauschte, ja, ja. Außerdem können deine Pokémon fliegen auch aus dem Kampf sein. Ja, geil, hier nimm auch dies. Keine Ahnung, was es ist. Er wird es mir gleich bestimmt spoilern. Wuchtschlag. Er trifft zwar nicht immer, aber wenn er es tut, verwirrt er den Gegner. Toll! Das ist ja... Wow! Geil! Habe ich mir schon immer gewünscht. Danke, Hartwig. Toll. Da bin ich ja voll begeistert. Wir haben Wuchtschlag. Ah, ist das nicht eine wuchtige, tolle Kacke? Hey, du kommst von der City? Hast du auf dem Weg hierher die vier Inseln? Ja. Ich habe gehört, dass sich ein mystisches Wesen verstecken soll. Dort verstecken soll. Ja, passiert schon mal. Man sagt auch, dass man es nur sehen kann, wenn man einen Silberflügel hat. Er muss denselben Geruch wie diese Kreatur haben. Wer hat diese Kreatur auch diese Feder verloren? Oder den ganzen Flügel so plupp. Oh. Boah, passiert, ist mir abgefallen. Wächst nicht nach. Hey, was soll's. Ich kann ja schwimmen. Ich hörte, dass die Strudel um die Inseln von der Meereskreatur verursacht werden. Es könnte einer Spezialattacke bedürfen, um sie zu passieren. Nein, Klugscheißer. Wieso nicht Amphi? Das lernen zumindest Feuer- und Eisattacken. Ja. Ja, das kann schon passieren, durchaus möglich. Was ist sozusagen uninteressante Kacke überfliegen. Geil. Haben wir schon immer gewünscht. Die Felsen nördlich der Stadt können zerschmettert werden. Vielleicht findest du etwas unter ihnen. Deine Pokémon können Zertorimacher einsetzen, um sie aus dem Weg zu räumen. Boah, Captain Obvious, das... Danke. Jetzt hat mein Leben wieder einen Sinn. Fotostudio von Anemone City, machen Sie einen Schnappschuss zur Erinnerung. Nein. Garantiert nicht. Ja, mach mal. Los, Edna. Brich aus. Geil, nichts. Obwohl, muss ich noch extra einen Knopf drücken? Nö. Geil, nichts. Ja. Ja. Hau mal drauf, Edna. Toll. Wir haben doch schon ein Modri. Wenn du das überlebst, dann fange ich dich. Du wirst nicht überleben. Unser Modri hat ja nur 33 KP. Oh, Donnerwetter, das habe ich ja nicht erwartet. Ja, doof gelaufen, ne? Tja, was ist da auch ein... Ah, warte mal. Wir haben gleich eine Begegnung der dritten Art. Rechts, das Vieh wird gleich auftauchen. Stimmt ja, da war was. Ja, mach mal. Hm, geil. Haha! Beleber, okay. Guck mal, wer da ist. Oh, ich trau mich nicht dahin zu gehen, das ist so toll. Ich bin doch so schüchtern. Da. Und was ist diesmal? Ein Krabby! Krabby ist cool. Gegner! Scheiße, wie schwäche das denn? Garantiert nicht mit den Attacken, die ich hier habe. Nein! Kilian? Kingler ist schon geil. Ich will es einfach haben. Ich will das garantiert nicht mitnehmen, weil... Aber ich will es haben. Ich will es einfach haben. Einfach mal Baum. Wenn wir die schwächste Attacke, die wir haben, hoffen, dass Kilian keinen Scheiß baut. Bau keinen Scheiß. Guter Junge. Bah! Meine Augen! Wir haben noch 69 KP. Sehe ich jetzt gerade erst. Geil. Wow. Nur nicht zu viel. Hui. Da fliegt die blaue Murmel. Ja, du bleibst drin. 3, 2, 1. Mein... Da machen wir es eben anders. Gengar Sprite alias Alpodo alias Black Fork. Komm heraus mit deinen kalten, toten Händen. Und schläfer dieses blöde Krabi ein. Keine Angst, ich will dich nicht essen. Ich will dich einfach nur haben. Yay, die Fangchancen erhöhen. Bricht aus dem Superball aus. Halb tot, aber bricht aus. Es ist...
Na komm. 3, 2. Willst du mich verarschen? Was ist denn Scheiß? Alter, ich hab da noch vier Bälle. Wenn ich das Vieh jetzt nicht gefangen kriege, dann werde ich es umbringen. Komm schon. 3, 2, 1, meins. Ich wollte gerade sagen, Junge, aber das ist ja ein Mädchen. Mädel, jetzt lass dich endlich einfangen. Ich habe gar keine Bälle mehr. Danke. Boah. Ist ja nicht wahr. Spitznamen bitte. Ja, Klassenbucheintrag. Krabi die Krabbe. Oh, toll. Größe 0,4 Meter. Gewicht 6,5 Kilo. Kann man schon von satt werden. Findet es keine Nahrung, verschluckt es ein Maul von Sand, voll Sand und filtert die Nährstoffe heraus. Toll. Ich höre draußen eine Pissnelke. Toll, dass ich das Fenster auf habe. Hm. Ja. Wie nenne ich es denn? Na? Namenvorschlag? Siehst du, das habe ich gemeint. Da sagt man, gibt man Namenvorschlag und es kommt nichts. Wie würde ich denn dieses weibliche Krabi? Hm. Ein shiny Ho-Oh. Nö. Warum sollte ich? Ich habe ja eins, von daher. Mrs. Krabs, ja. Larry Lobster wäre gut, aber es ist weiblich. Aber ja, Mrs. Krabs, damit kann ich leben. Alles schön in Caps Lock natürlich, weil das ist ja die zweite Generation. Es gibt keine Leerzeichen, ne? Kacke. Das ist ja blöd. Naja, alte Generation, was wollen wir da erwarten? Mrs. Krabs Kingler. Oder Queenler. Nein. Nein. Das ist doof. Aber Mrs. Krabs, damit bin ich voll zufrieden. Da ist das S. Mrs. Krabs wurde auf Bills PC übertragen. Er freut sich schon und macht uns jetzt schon mal einen Topf mit heißem Wasser auf. Ah, bevor ich da hochgehe, ne? Hallo, Oma. Ich sehe alles, ich weiß alles. Gewiss kenne ich deine Pokémon. Was? Na, was warst du über... Hm, du trafst Edna hier. Neuborg, ja. Die Tageszeit war... Tag. Sein Level war... 5. Ich bin gut, oder? Apropos, Edna ist gewachsen. Es ist viel stärker. Ach! Oma, ob wir es? Natürlich! Jo, Christa, alles klar im Gebälk? Ach, du bist ja ein Mädchen. War das eben nicht Suikune? Ich habe nur einen Blick riskiert, aber ich dachte, ich hätte Suikune auf den Wellen rennen sehen. Suikune ist schön und fabelhaft. Ich bin geil auf Suikune und es rennt durch Städte und Straßen mit wahnsinniger Geschwindigkeit. Es ist wundervoll. Ich möchte Suikune von nahem sehen. Ich möchte es anfassen. Ich möchte es liebkosen. Ich habe mich entschieden. Ich kämpfe wie ein Trainer, um mir Suikunes Respekt zu verdienen. Auf, Christa, lass uns kämpfen. Na, du meinst? Suikun. Suisommer. Die Frage ist, ist Edna in Wirklichkeit Phaistos? Ich weiß nicht, ich glaube nein. Mystika. Ryosaki Doragon folgt seinem Paten. Ich danke dir fürs Folgen und heiße dich herzlich willkommen bei den kleinen Makaronis, du nudelige Nudel. Schön, dass es dir gefällt. Also hier, dass es dir hier gefällt und dass du gerne hier bleiben willst und folgst und... So, freue ich mich. Mystika, Eusin. Mystika. Vielleicht ist Edna auch Vulkan. Nein, das ist ein Mythos. Nein. Edna bricht nur aus dem Gefängnis aus. Er ist Level 23, ich habe Angst. Na, ist mal schön, ne? Hier, Tapir essen, bevor er zum Pädophilen wird und Kinder entführt, weil es ist männlich. Da muss man aufpassen. Man muss ja die Generation schützen. Außerdem sind wir 10 Jahre alt im Game.
Es könnte sein, dass Traumato sich entwickelt und uns auf einmal in irgendeine dunkle Gasse locken möchte. Elektroball. Da kann ich drin bleiben, das wie kann eh keine Elektroattacken. Wie wir am letzten Stream vor 2-3 Wochen festgestellt haben, was echt traurig ist, möchte ich nochmal anmerken. Was? Ich dachte, es kann... TM-Nutzer. Was für ein Arsch. Ja, es kann nichts lernen, aber okay, der Mystiker bringt ihm natürlich Donner per TM bei, weil das ein Arsch ist. Toll, geil. Was für eine Donnermurmel, ey. Übertrieben, aber hey. Ernsthaft, das überlebst du? Ja, gut, dass ich keine Nuzlocke spiele. Das stimmt allerdings. Gut, dass es nur just for fun ist. Da wäre ich jetzt aber auch übelst angepisst. So nach dem Motto, okay, Elektroball kann so nichts lernen. Da hat das nichts. Aber ja, ich habe ihn doch dabei gebracht, weil ich hab's ja. Ich bin der Mystiker. Ich bin ja der Mystiker Eusin. Ich weiß schon, warum Subikune von ihm nichts wissen will. Dreckscheater, Alter. Hier, es gibt nur ein wahres, einen wahren Black Fork. Naja. Zeig mir mit deiner Pusthand auf mich. Ich zeig dir mal mit meiner Pusthand. Ich führe dich ins Reich der Toten, denn ich bin das einzig wahre Alpalo. Mit meinem Gummiball. Was für ein Arsch. Haupt ein Schwein springt im Quadrat. Mystiker, oh, ich bin was Besseres. Oh, ich bin Eusin, ich bin Mystiker und ich kaufe mir TMs, weil ich zu blöd bin, meine Pokémon zu trainieren. Ich hasse es, aber ich hasse es, das zuzugeben, aber du hast gewonnen. Es ist ja offensichtlich, du Arsch. Du bist Wahnsinn, Christa! Darum sind dir Pokémon so zugetan. Jetzt weiß ich's. Ich werde weiter nach Suikune suchen. Ich bin sicher, dass ich ihm eines Tages begegne. Dann bringe ich ihm gerne Hydropumpe bei. Oder Blizzard. Und man sieht sich. Verpiss dich. Schwester! Schwester! Marcel wurde eins übergebrutzelt. Von einem Cheater. Da kann ich auch nichts für. Kacke. Mann! Heute wird ein guter Stream. Ich habe so einen Redebedarf. Boah. Wenn ich an morgen denke, ach du Scheiße, ey. Darf ich gar nicht dran denken, ey. Ah, muss ich noch was vorbereiten für. Verstärker Level 15 Finale. Ja, das wär's ja. In einer random Nuzlocke. Da noch schön die Verteidigung halbieren. Läuft. Ach ja, Alpodo hat den besten Typ für spezielle Angreifer. Physisch, Geist, physisch. Ja, ist schon ziemlich geil in der ersten Generation geregelt, ne? Kann man nicht anders sagen. Ist Beste, Beste. Wir schippern wieder rüber. Bei den ganzen Erfahrungspropelsäcken, die ja so rumgammeln. Wen möchte ich denn? Möchte ich Glubschi noch weiter hochzimmern? Ich glaube schon. Glubschi, du darfst wieder grillen. Wir machen jetzt Sushi. Gegrilltes Sushi, aber hey. Grilltes Sushi. Wir machen jetzt Takoyaki. Passt schon. Oben oder unten? Oder Kampf? Na, okay. Damit kann ich leben. Das klatsche ich gerne oben. Da gibt es wenigstens Erfahrungsprobe. Hobby versucht krampfhaft den Stern zu kriegen. Also unten. Zielschuss, damit meine Donnerwelle auf jeden Fall trifft. Ich glaube, das ist die beste Option, die ich machen kann. Und da hat der Hobby das... Yeah, Hobby! Und es reicht nicht. Naja. Warum im Volltreffer 1 KP abgezogen? Tentox das einfach immer. So, weg damit. Braucht niemand. Niemand braucht dieses Korruptzeug. Achso, wir sind direkt bei den... Achso, okay. Habe ich vergessen. Die
Strudelinseln sind ja direkt neben der Insel. So, Grubschi. Das ist ein paar Level tiefer, das kriegst du. War nicht, hey. Da ist es doch. Wenigstens ist es behindert. Jetzt ist es wenigstens behindert, damit es mir wieder ein KP abklammern kann. Oh, zu gut kein Crit, sonst wird es trotzdem ein KP machen. Hier, komm. Ha, ganz knapp. Das möchte ich jetzt wissen. Wie viele Erfahrungspopel fehlen mir noch? Lupschi? Doch, 38. Wow, ich hätte jetzt auch vor 1, 2, 3 geschätzt, aber okay. Na stimmt ja, morgen schaffst du ja endlich den Eulenstar-Twistnap und machst dein wahres Face-Ring. Ja, morgen sieht man den wahren Don Marcy im Livestream. Das wird ganz toll bei einem qualitativ hochwertigen Spiel. Nur den Toxas finde ich gut. Erfahrungspopelsäcke ohne Ende. Noch und Löcher. Kritter ist, Mann. Oh nein. Es macht Säure. Oh, Hilfe, jetzt habe ich aber Angst. Ah, juck, juck. Ja, Mann. Ich glaube, ich trainiere mal. Wenn die nur Level 20 so um den Dreh haben, dann kann ich ja. Nein, ich trainiere Black Fork. Jetzt bin ich, glaube ich, zwischen. Boah, es geht mir jetzt schon auf den Geist. Auf den Buhu. Auf den Gengar. Mann. Natürlich. Jetzt will ich trainieren und dann kommt das unterentwickelte Gruppzeug. Nee, nee, Erwart! Wie tust du? Ich find's immer noch toll, dass ich die Elementarschläge Alpono nicht beibringen kann, weil es nur Gengar lernen kann. Das ist so doof. Ich würde es gerne weiterentwickeln, aber es wollte ja letztes Mal im Tausch nicht funktionieren. Das ist immer noch doof. Darum muss ich jetzt mit dem Krippelchen und so, ne? Alles doof. Hey, du Schnecke. Hey, du Senji. Alles gut bei dir? Darf ich jetzt ein paar Meter weiter? Nein, darf ich nicht. Tentoxa. Warum? Gib mir doch einen Tentoxa. Da lohnt sich das Tätscheln. Wenn ich jetzt überlege, das Vieh kann mich überhaupt nicht treffen, ne? Umklammerung und Säure. Das ist gut. Wir können gefahrlos Alpono hochziehen. Geil. Also, was heißt hochziehen? Wir können es einfach klatschen lassen. Draußen brummt ein Flugzeug rum. Wie toll. Mhm. Gute 40. Hallo. Ich wollte nur ein paar Meter schwimmen. Gib mir noch einen Tentoxa. Komm schon. Ja. Ne? Weiß Bescheid. Toll. Läuft alles, wie es laufen sollte. Plupp, Gummiball. Immer Level 30, hey. Ich habe es gerade echt überlegt, was muss ich jetzt eigentlich machen, aber ich habe ja noch Medizin. Hallo, hallo, guck mich an. Guck mich an. Danke. Mhm, kein Item. Ja, zerbrechlich. Ja, komm. Bums. Potrot. Oder Krabi. Krabi! Okay, jetzt ist es männlich. Ich werde es aber nicht fangen, weil ganz ehrlich... Wofür? Ich hab's ja schon. Ich bringe es einfach um. Hat sich null gelohnt, aber hey. Die paar Erfahrungspopel, die nehme ich mit, die könnten elementar wichtig sein. Das sind die 246 Erfahrungspopel, die könnten mir irgendwo mal fehlen. Und das ist garantiert noch ein Krabi. Okay, dann ist es jetzt Portrott. Es wäre schön, wenn es einfach mal shiny wäre. Nur mal so nebenbei.
Ach, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock. Nein, keine Lust. Ich lasse es einfach mal leben. Ich bin ja ein Netter, ne? Warte mal. Da ist es ja schon. Okay, ich dachte, es ist weiter weg. Nur einmal die AP wieder auffrischen. So, dann können wir jetzt immer wieder in den Leuchtturm hinein. Genau, ich habe eben überlegt, was muss ich überhaupt machen, aber ja, die Medizin, ne? Wir müssen ja noch das Amphi hochheilen, ne? Den kleinen Diaposter oben müssen wir noch lebendig machen. Ich mag die Mucke hier drin. Johto allgemein hat Generation 2 einige der geilsten Soundtracks. Sowohl in dem Bitgedudel als auch in den Remakes. Einfach nur super episch. Ich liebe es. Du hast fett falsch ausgesprochen. Weißt du? Nein. Fett! Das musste, glaube ich, hier runter, ne? Ja, genau, so war das. Man darf ja nur über Tricks nach ganz oben. Yeah! Na. Papalu! Ist ein Problem mit der Atmung, dann stirb doch einfach. Wo ist das Problem? Kratz doch einfach ab. Geheimtrank. Sei bitte nicht beleidigt. Amphi nimmt die Arznei nur von mir. Wie geht es dir? Palu. Oh, ich bin erleichtert. Das ist einfach wundervoll. Wundervoll. Ich danke dir vielmals. Ich kehre in die Pokémon-Arena zurück. Aber der Ausgang ist unten. Schießt du? Die schießt. Wahrscheinlich setzt der Status gleich Psychokinese ein. Oder Donner. Halt. Was war ich denn da? Die Sache, die cheatet. Mogelpatroller. Das ist ja unfassbar. Ja, von mir aus. Palulu. Palulu kann mich mal. Es ist eh viel zu langsam. Es ist nur als mega toll, wenn es dann zum dreifachen Super Saiyajin wird. Die nächste Arena schnell durchklatschen. So, mit wem möchte ich dir den Scheitel ziehen? Hilfe im Leuchtturm, ja. Erlaube mir, mich vorstellen zu dürfen. Ich bin Jasmin, eine schnuckelige Arenaleiterin. Ich setzte Stahl-Pokémon ein. Ich war mal eine Gesteinstrainerin, aber dann hat sich mein Onix nicht durch Tausch, sondern durch magische Hand einfach weiterentwickelt. Ich bin toll. Hast du von diesem Typ schon gehört? Ja, ich habe Magneton. Er wurde erst vor kurzer Zeit entdeckt, weil irgendwie Magneton anfällig gegen Feuer war. Ich weiß auch nicht warum. Darf ich beginnen? Wenn du schon so nett fragst, ja klar. Ich mag Jasmin. Wie kann Ditto sich verwandeln? Indem es Wandler einsetzt. Meinst du, wenn du jetzt den Avatar meinst, scroll mal im Stream nach unten. Da ist eine Auflistung von allen möglichen Avataren. Pokémon Generation 1, 2, 3. Noch alle einzelnen Pokémon drin. Ich habe Stunden gebraucht, um die Listen zu schreiben. Und dann noch selbstgemachte Avatare. Ich habe One Piece, Dragon Ball, Bomberman, diverse Mario-Sachen, ein paar Grümpelpümpel Sachen. Einfach mal gucken, was dir gefällt. Einfach runterscrollen, du kannst die Dinge einfach, die Commands einfach copy-pasten mit dem Ausrufezeichen, ist extra fett gedruckt. Und dann verwandelt sich Ditto in Stream-Avatars in den Avatar, den es gerne möchte. Leiter Jasmin möchte kämpfen und schickt Magnetilo in den Kampf. Toll. 30. Los, Edna, brich aus! Wie gut, dass hier Tornupto den Flammenkragen noch anhat. Das ist wenigstens realistisch. Und sieht cool aus.
Jasmins Banking. Oh ja. Ja, da musst du an den PC. Falls du ein bestimmtes Pokémon sein möchtest aus den ersten drei Generationen, sag mal einfach, welches du sein willst, dann bin ich so nett und such dir den Command einfach aus. Die Attacke ist sehr effektiv übrigens. Ja, das habe ich gemerkt. Magnetido hatte keine Chance. Und zum Glück gibt es in dieser Generation noch keine Fähigkeiten. Ich habe es nicht vergessen. Erst in der nächsten Generation. Die wir noch nicht gespielt haben. Oh, mein Auge. Ich weiß, ich habe God of War im Auge, aber ich muss ihn mir noch holen. Ja. Flammenrad! Da drehe ich einfach am Rädchen. Wie gut, dass Feuer einfach speziell ist. Das heißt, wir gehen auf die schwache Verteidigung von Stalos. Und das ist Wallet. Ist super fast leid, weil Stalos ist mega cool. Und was jetzt? Warum kein Magneton? Ach Mann. Kann es sein, dass wir zu gut für die Arena sind? Scheiße. Drei Angriffe, drei One-Hits. Dreifach lame. Das geht natürlich auch. Da hat Hobby absolut recht. Eknischer Name? Was ist denn ein eknischer Name? Ja, Post, das musst du mir erklären. Was ist denn ein eknischer Name? Es hat nicht mal für ein Level abgereicht. Das ist so, das macht mich traurig. Du bist ein besserer Trainer als ich. Das betrifft sowohl Geschick als auch Feingefühl. In Übereinstimmung mit den Regeln der Liga, überreiche ich dir diesen Orden. Alles klar. Und 3500 Pokédollar. Finde ich toll. Yay, Stahlorden. Die Verteidigung deiner Pokémon. Bitte nimm auch das. Ba-ba-ba-bam. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Dann kannst du deinen Pokémon Eisenschweif. Eisenschweif ist okay. Trifft zwar auch nicht so oft, aber das ist irgendwie okay. Na. Kann das überhaupt jemand lernen? Ja. Edna, kein Eisenschweif? Okay. Boah, von mir aus. Da wäre die Elementarschläge und so, ne? Was ist eigentlich besser, der Feuerschlag oder Flammenrad? Scheiße, man sieht ja noch nicht mal die Stärke. Ja, da steht schon 4. Kacke jetzt. Jetzt muss ich echt gucken. Ich muss mal eben kurz gucken. Ihr wisst das nicht zufällig auswendig. Was ist stärker, Flammenrad oder Feuerschlag? Mein Flammenrad hat Style, aber ganz ehrlich. Wenn ich überlege, wir lernen ja auch irgendwann Flammenwurf. Ach, was war scheiße da unten drauf. Jetzt ich fast A gedrückt. Feuerschlag 15 Punkte mehr. Okay, das ist cool. Im Hintergrund sieht man es. Blaze hat hier ordentlich Wind rein. Und ich kriege nichts ab. Toll. Nein. Und ich wollte nur ein, nicht vier. Was? Nein. Ja. Okay. Ah, scheiß drauf. 60. Ah, okay. Ich verkneif's mir noch ein bisschen. Ich verkneif's mir noch. Ich find's komisch, dass Gyarados kein Eisenschweif kann. Oh. Christa! Wie stehen die Dinge? Ich rufe an, weil etwas Merkwürdiges mit den Radiosendungen geschieht. Hm. Sie redeten über Team Rocket. Christa, weißt du etwas darüber? Du bist doch ein Mitglied, oder? Vielleicht feiert Team Rocket ein Comeback. Nein, das ist nicht wahr. Doch ist es. Sorry für die Belästigung. Pass auf dich auf. Rutsch mir den Buckel runter.
Ach, Mann. Halt, warum steige ich auf den Drahtesel? Ich verstehe mich selbst nicht mehr. La, 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 la. Yay, ich kreise um dich. Ja, guck mal, ich bin viel schneller als du. Yeah. Jetzt kommt der Radiokack. Also schon in Theakacity. Türk! Ja, dann wollen wir mal kurz unsere Pflicht erfüllen. Es ist ein Obstbaum. Hey, Aprikogoro, toll. Ich habe jetzt eigentlich eine Beere erhofft, aber na gut, dann eben nicht. Ja, ein Obstbaum, eine Aprikogoro. Toll. Und Blue. Blue, 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 blue. I'm blue, double, double, die. Ein Schritt. Eine Reifenlänge und ein Taubsi möchte auf Small. Nein, Taubsi. Niemand mag dich. Nicht mal meinen Backofen möchte ich in sich haben. Aber vielleicht gibst du mir ein Level ab. Komm schon. Stirb und götze mich mit Erfahrungspopeln. Ja, geil. Oh. So gefällt mir das. Hier war mal die Mambo-Hüfte. Ich erinnere mich. Ich mache jetzt die große Runde. Warum geht sie denn vom Fahrrad runter? Ach komm, Mädchen. Ne, geh mal aus dem Weg. Troller. Ne. Nein, Diapos. Warum sollte ich das tun? Oh, warte mal. Da ist ein Bäumchen. Da ist ein Bäumchen, das möchte ich gerne. Ich möchte es rütteln und schütteln und dann pflücken. Ein Rätsel wäre? Was? Was ist denn ihre rätselhafte Bedeutung? Oh, Rätselbeere. Ach, so viele tolle Aprikokos. Ach, AP. Weil es Style hat, ja, und nur Stunden dauert. Ja, aber ich habe Bock drauf. Da muss ich dich enttäuschen. Was, hier ist echt nichts versteckt? Das ist enttäuschend. Das macht mich traurig. Nichts angreifen. Danke. Und jetzt geht's. Jetzt bleibt's auf dem Draht. Ich verstehe es nicht. Ja, da gehen wir gleich rein. Ich möchte erstmal was gucken. Kuckuck. La la. Ja, ja, ja. Das ist unser. Haben wir da ein Icon wieder abgegeben? Scheint so. Wir werden es am Ende dieses Projekts einmal begutachten. Yeah! Ein Nougat-Riegel im Goldpapier. Toll! Es gibt Leute, die geben dafür echt viel Geld her. Naja, wenn sie meinen. Ah, da hast du das Shiny Glurak von selber gefunden. Nice. Ich wollte es erst ansprechen, da. Alles klar. Ich wollte es jetzt ansprechen, dachte mir aber, vielleicht sieht das ja von selber. Ich habe Bock, jetzt richtig Randale zu schieben. Ah, ich glaube, hier liegen auch Items. Jetzt muss ich ja hier zurück, das war dumm. Ich hätte das nicht so... Egal, muss ich einmal hin und zurück. Lola! Astrid mit dem Goldini. 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 Ein fabulous Goldini. Ja, okay, wir hätten hier eher hingehen können, aber. Wen juckt's? Sag mal, Hobby, möchtest du ein Shiny Ditto sein? Es gibt auch Shiny Ditto-Avatare, nur so nebenbei. Ich fuchtel einfach wild um mich. Dann kann ich jetzt nur was trinken. Ich habe echt Durst, ne? Boah, diese scheiß Hitze. Oh, jetzt kommt der König der Goldinis. Goldking ist ein weibliches... Ist echt männlich. Also, naja. Ist aber ja. Yay! Wäre interessant, wie man das einstellen kann. Würde das gerne für eigene Streams ausprobieren, wenn ich mal zu welchen komme. Na, okay. Ich weiß, aber in-game bin ich ja auch nicht shiny. Ach, ist doch egal. Im Herzen bist du ein shiny.
Yay, Erfahrungspuppe. Diabos? Nein. Stream-Avatars, ich weiß nicht, ob du das kennst, das kann man bei Steam kaufen für, ich glaube, 13 Euro. War mir jeden Euro wert, weil das ist einfach toll, das ist so eine richtig geile Spielerei, ich liebe Stream-Avatars. Diabos? Nein. Warte. Dann Sieg über Lodamus, bla bla bla. So. Nur das klarzustellen. Der Sieg über Lola muss gesühnt werden. Da muss man sich über dich aber auch doppelt gesühnt werden. Was soll ich denn gerade sagen? Stream Avatars ist ein tolles Programm, was man. Ein Spiel, was man bei Steam kaufen kann für 13 Euro. Das Geld ist auf jeden Fall wert. Das ist eine tolle Spielerei. Es ist echt komplex. Also, man kann ja eigene Avatare erstellen. Es ist nicht so leicht, wie man es sich vorstellt, weil man muss auf einiges achten. Ich brauchte Hilfe, um mich daran zu gewöhnen, wie es funktioniert. Ich brauchte wirklich Hilfe, weil, boah, ich habe es ums Verrecken nicht hingekriegt. Und nachgoogeln ist auch die Hölle. Und das Gute ist, Stream Avatars hat einen eigenen Discord-Server. Und da gibt es auch deutschsprachige, da war einer, der hat mir sofort geholfen, am selben Tag noch. Das war echt gut, der hat mir das super erklärt und... Ich habe einige Avatare, die könnte ich auch rausgeben. Nur so nebenbei. Warum kackt Hobby Sterne? Weil Hobby sich in Stern einverleibt hat. Deswegen kackt Hobby jetzt Sterne. Hier ist Dami. Für dich ein Fuchtler auf den Edelstein. Oh nein, Blubstrahl. Es ist doch nur noch nicht sehr effektiv. Oh, dieser Damage. Na, es ist dumm. Da muss ich aufpassen. Hier kommt. Tentacle Porn muss leveln. Na, 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 na. Oh nein. Oh, bitte, warum? Weißt du, ja, denkst du, kannst es einfach umklatschen und GG? Oh, so eine Scheiße. Klubschi? Ah, KI mit Genesung. Was? Warum? Natürlich ein Crit. Überlebe. Glubschi, du musst das überleben. Mach mich nicht böse. Du willst nicht, dass ich böse werde. Yes. Yeah. Und weggesammelt wie so ein Brötchen. Es tut mir so leid, Schwesterchen. Ja, ja, heul leise. Ach so, die kommen jetzt gar nicht nach oben, damit ich mir umgucken darf. Das ist sehr nett. Ja, dann. Hey! Du warst... Sie ist Edna! Sie ist mir sympathisch. Du warst wirklich gemein zu meinen kleinen Schwestern. Egal, du heißt Edna, du bist trotzdem sehr sympathisch. Wollen wir ein bisschen rummachen? Muschi-Muschel, alles klar. Und sonst nichts weiter ist. Warum kein Austausch? Ich verstehe es manchmal nicht. Müssen wir mal kurz was gucken. Weil das gerade so gut passt. Ich bin jetzt ein Shiny Garados. Deine Superverteidigung macht nichts gegen die Drachenwut. Schmecke meinen Zorn, Wicht. Marcel? Ich würde jetzt gerne sagen, fick dich. Aber das kann ich nicht. Ach komm. Junge. Danke. Ich wollte schon sagen, ich dachte, ich muss ausrasten, aber okay. Also haben wir Glück gehabt.
Was? Was machst du da? Nein! Oh, Soth! Ich glaube, wir sind schneller. Allein weil wir total überlevelt sind. Was heißt total überlevelt? Wir sind 5 Level höher. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir schneller sind, weil Ausos ist nicht gerade das schnellste Pokémon. Und GG. So gefällt mir das. Da haben sie richtig Haue kassiert. Ich liebe es. Ich kann nicht glauben, dass ich verloren habe. Heul leise. Ihr habt doch hier bestimmt irgendwo was versteckt. Ihr kleinen Bitches. Da kannst du sagen, was du willst. Sie haben hier garantiert irgendwo eine Glitzekleinigkeit versteckt. Na komm schon. Hier muss doch einfach irgendwas, irgendwo muss hier was versteckt sein. Kannst du mir nicht erzählen. Mann! Pff, hat sich nicht gelohnt. Nicht angreifen. Nicht angreifen. Ja, sehr gut. Ab ins Pokémon Center. Du kriegst auch nichts dafür. Schwester! Schwester, meine Pokémon! Ach, die schon wieder. Ja, komm, gib her, ich heile, ich kriege ja eh nichts dafür, aber hey, ich bin ein gut Mensch. Deshalb die Pokémon einen epileptischen Anfall gekriegt in dem Pokéball, weil er so geblinkt hat wie so eine Disco-Kugel. Nee. Ey, verpiss dich. Pokémon sind nicht mehr als Werkzeuge zum Geldscheffeln. Ja, ganz genau, so sehe ich das auch. Ich bin da voll deiner Meinung. Das ist also der Radioturm. Was willst du? Du Nervensäge. Hau ab! Oh, da muss man immer gleich so rasten, ey. Den Radioturm einnehmen. Was? Das geht dich nicht so an. Das ist nicht anders. So, die kommt doch bestimmt wieder mit irgendeinem Drecksgelumpe um die Ecke gescheißert. Ich glaube, ich kann hier Black Fork wieder einigermaßen leveln. Hoffe ich doch mal. Super Schutz, Emmelstein, Haufen Apokoko-Scheiße, Granitstein. Sieh mal einer, guck! Die Musik geht mir langsam auf den Geist. Ich habe keinen Bock, die zu lesen. Ich habe nur böse gelesen und dachte mir, ach komm, Junge, du bist nicht böse, du bist zu dumm. Radfratz. Wow, die haben noch Radikal. Hey, was ist los? Was? Ich kann da nicht angreifen, ne? Oh, das ist so blöd. Scheiße. Stimmt ja. Ach, Kacke. Ich brauche Psychokinese. Mist. Ich muss mich mal kurz ausblenden, meine Nase läuft. Und ich möchte jetzt hier nicht die fetten Fäden ziehen. Oh, der Gute, er macht. Oh, Rutenschlag. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Meine Verteidigung wurde gesenkt. Oh, Scheiße, was soll ich da nur machen? Mayhem. Maximale Körperverletzung. Beim Gegner. Ja, komm, Text, mach doch selber weiter, Text. Ich muss mir so einen Kippvogel hinstellen, der für mich auf dem Button immer smasht. Damit ich jetzt mal in Ruhe mein blödes Taschentuch rauskramen kann. Mein Rotzfähnchen. Ah, okay, ich verstehe schon. Immer Strategie, erstmal die Verteidigung mit Silberblick senken und dann mit Ruckzuck-Hieb den Gegner finishen. Mit einem Turbo-Tempo und mit einer Bauchtrommel. Hätte ich jetzt Angst, aber so... Naja, ja, weißt du Bescheid. Und so habe ich immer noch einen Geist, der nichts machen kann, außer Fluch. Zu stark! Wir müssen dich im Auge behalten. So wie ich God of War im Auge habe und das an Sonntag wahrscheinlich streamen werde. Weil ich Bock drauf habe. Ja, Nase.
Ich hasse meinen Rotzkolben. Da ist er wieder. Nein! Oh. Scheiße. Warum möchten Sie den Ratentum besetzen, damit Sie Ihren alten Lappenboss zurückrufen können? Das heutige Passwort? Hilfe natürlich! Ah, ja dann! Ah, okay, es ist einfach nur gut gelaunt. Ja, wir werden überfallen! Ich bin gut gelaunt! Ja, wir gehen gleich in die Spielhalle und sind ein gutes Vorbild. Team Rocket ist nicht böse, sondern einfach... Dumm Donald Trump ist nicht böse, sondern einfach dumm Team Rocket. Was? Sie sieht aus wie Cassidy. Die Cassidy. Oh Mann. Ah, Bock, das kann ich wenigstens richtig kloppen. Hier. Friss meinen Gummiball. Die Attacke ist auch nur physisch, weil es wie ein Gummiball aussieht. Das muss der einzige Grund sein. Nein, böses Arbok. Pfui. Das macht man nicht. Friss meinen Gummiball. Nummer 2. Der Krit hätte auch eher kommen können. Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Wir haben nämlich gewonnen. Wer bist du? Dein schlimmster Albtraum. I am Pain. Dreh ich nicht um. Alles klar. Wir sind Team Rocket, die Pokémon-Ausbeuter. Wir lieben es, Böses zu tun. Hast du Angst? Oh ja, ich sterbe vor Angst. Ich kriege mich kaum noch ein. Oh Mann, jetzt geht's los. Ich muss Black Fork von der Spitze nehmen. Ah, oh, das geht ja gar nicht. Oh nein, Rutenschlag. Oh, das ging daneben. Jetzt habe ich aber. Jetzt mache ich mir gleich ins Höschen. Friss mein flammendes Rad und verrecke. Mögest du in der Hölle schmoren, da wo du hingehörst. Du elender Pestizidüberträger. Du ekelhafte Ratte. Depp, 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 depp. Und wenn er noch weitere Radfratz uns entgegenschmeißt, kriegen wir gleich bestimmt ein Level ab. Bei den Erfahrungspunkten, die wir aus dieser kleinen Kröte rauskloppen, das ist der Wahnsinn. Na, 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 na. Oh, aber diese Trainer, die immer nur dasselbe Vieh benutzen. Wenn es wenigstens radikal wäre. Ich meine, wir haben das halbe Spiel durch. Fast. Da kann man ruhig radikal haben. Ich meine, Level 23! Da würden wir so viele Erfahrungspopel rausquetschen. Aber nein, es muss ein Radfratz sein, damit der Spieler denkt, er ist übermächtig. Ja. Ach, frag mich nicht. Ja, bloß frag mich einfach nicht. Es ist so doof. Aber es ist die zweite Generation, da kann man nicht... Wow, hey, die haben alle Ruckzuck-Tieb, aber jetzt kommen sie auf die Idee, jetzt könnte ich ja mal Schaden drücken, damit ich wenigstens einen bleibenden Eindruck hinterlasse. Aber naja. KI und so, hey. Wir haben schon fast ein 50. Level up. Und die nächste gegrillte Ratte. Ach, das ist so... Ich kann mich kaum auf dem Stuhl halten vor Begeisterung. Es liegt Spannung in der Luft. Was? Es waren schon 5 tote Ratten? Das ist ja wow. Okay, sprich nur nicht weiter mit mir. Hi, Typ. Hey. Ja. Mehr lese ich nicht vor. Ja, hast getroffen. Und das mit dem ersten Jump. Es gibt andere, die brauchen mehrere Sprünge. Möchte mal anmerken, er hätte schon fast ein X-Bart haben können. Nur mal so am Rande, ne? Für die es interessiert, hätte fast ein X-Bart haben können. Aber okay, hier eben das Seine. Ja, Erfahrungspopel. Zubat ist cool. Ich finde, Zubat ist vom Design her echt toll. Schlicht, aber irgendwie cool. Weiß auch nicht warum. Ich find's einfach klasse.
Ich habe noch so ein ganz altes, kleines Plüschzubat im Regal liegen. Ja, nächster bitte. Wir wurden gezwungen, weil der Boss sagte, wir lösen uns auf, aber wir arbeiten am Comeback. Weil wir sind zu blöd, das Arbeitsamt will uns nicht mehr haben, weil wir sind Rüpel. Ja, es gibt wirklich nur einen bösen Pokémon-Antagonisten und das ist Getsis. Ich meine, seine Pokémon können Frustration. Und Frustration bringt nur dann was, wenn das Pokémon wirklich null Freundschaft zum Trainer hat. Das ist schon ziemlich interessant. Ja. Yeah! Konfusstrahl, hey! Ja, komm. Ja. Den Horrorblick will ich aus Gründen behalten. Die Hypnose eigentlich auch, aber die kann ich auch wegballern. Diese Entscheidung. Behalt besser Fluch. Wer weiß, wann man sich damit noch umbringen kann. Eigentlich bin ich ein Fan von Fluch, um übermächtige Missgeburten wegzukriegen, aber ganz ehrlich, es ist ja nur ein Playthrough und wir rotzen eh alles an die Wand. Außerdem ist es der nicht genervte Konfusstrahl. Hey! Der 50-50-Chance, die du zu 90% verkackst. Konfusstrahl. Diese Art von Konfusstrahl. Der gute Konfusstrahl. Ich hab Hunger. Oh nein, dieser Schall. Ja. Ich merke, dass ich nicht viel geschlafen habe. Ich muss immer wieder gähnen. Es tut mir schon fast überhaupt nicht leid. Und ich habe echt Hunger. Oh, ist das kacke. Ich hätte noch was essen sollen, bevor ich anfange zu streamen. Aber naja. So ist es nun mal. Vielleicht mache ich auch um 19.50 Uhr Feierabend heute, damit ich in Ruhe was essen kann, bevor ich los muss. Slimog? Geil. Da kloppen wir das Erfahrungspuppe raus aus dem alten Matschklumpen. Hier, friss das. Friss meinen Gummiball. Oh nein, ich greife doch physisch an. Lass das bleiben. Konfusstrahl! Marmadon! Es ist verwirrt und haut sich jetzt selbst. Natürlich! Nur ich schlag mich natürlich selbst. War ja klar. Pff, Arschloch. Kann ich aber nichts zu sagen. Jetzt hau dir doch mal selber! Ja, danke! Boah, Alter! Ist ja nicht zu fassen, ey. Der wird es über 1000 geben können, ne? Möchte ich nur mal anmerken. Pah, keine Zeit für Sentimentalitäten. Naja, wenn du meinst. Rosa. Ich bin nervös auf meinem Stuhl. Ich muss hin und her wackeln, weil ich bin nervös auf meinem Stuhl. Und wir könnten sie versuchen, alle zu umgehen. Ne, Bitchy?